Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus dem Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, ich habe relativ spät beim Arbeiten erst gemerkt, dass ich hier auch Smart-Ablage einstellen kann. Dumm wie ich war. Ich habe das schon so eine Ahnung gehabt, dass das irgendwie ginge mit dem Teil, aber naja. Gut, habe ich zu spät entdeckt. Es hat jetzt auch noch angefangen zu gewittern. Ich hoffe, dass das nachher nicht zwingend einen Einfluss auf alles andere hat. Werden wir aber sehen. Oh, groß wieder eingekriegt. Ich bin hier auf Feld 71. Wir werden wahrscheinlich, oder ich werde wahrscheinlich zwischendurch mal immer wieder pausieren die Aufnahme und immer mal wieder dazukommen, wenn ich so einen nächsten Arbeitsschritt hatte. Wir sehen uns hier wunderschön im JCB. Das Ding, das fährt maximal 70 Klamotten. Also da geht was. Also der Transport der einzelnen Sachen oder der hier runter und so, das ging alles rubbel die Cats. Also richtig fix. Fand ich schon mal gut. Also da, das war wirklich sehr gut. So, guck mal, das ist wieder trotzdem noch geil für mich zu mir, das Feld. Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Naja, egal. Es ist auch schon eine ganze Weile, dass ich hier fahre. Ihr seht, ich habe die Zeit auch wieder auf halbe halben vergangen gestellt. Ist vielleicht nicht ganz so okay, aber naja. Ja, wollte halt nicht allzu viel Zeit verbrauchen jetzt hier. Dieses Geräusch höre ich schon die ganze Zeit von dem Auspuff, also so Gebrumme von dem Fahrzeug. Da bin ich schon die ganze Zeit mit dabei. Naja, gut. Muss ich sagen, auf der Dauer ist es nicht mehr schön. Also es ist jetzt immer so ganz schön, das so, ja, aber ich finde, der Sound von JCB ist jetzt nicht so mein Favorit für die nächste Zeit, wo ich sage, so, jo, das Geräusch, das würde ich gerne die ganze Zeit hören. Das hat sich jetzt ein bisschen ausgeleiert, aber ich werde jetzt noch eine ganze Weile hören, nehme ich mal an, denn ich muss ja noch die Ballen pressen und wenn ich jetzt ein bisschen doofes, ein bisschen Pech habe, dann habe ich mir quasi dadurch, dass ich weiß nämlich nicht, ob ein Schwaner dabei ist, bei den ganzen Gerätschaften, die ich hier habe, dann werde ich nämlich hier mit der Ballenpresse doch ganz schön hin und her fahren. Ich weiß, dass ich einen Ballensammelwagen habe. Das fand ich schon mal ganz gut. Und das Quaderballen gemacht werden. Bin mir aber, ich weiß aber wirklich nicht mehr, ob bei den ganzen Gerätschaften jetzt einen Dings dabei ist. Huch, da hat's geruckelt. Schwader dabei war. Ich hoffe einfach mal, dass einer dabei war. Damit ich dann nämlich das ganze andere Zeug, was ich da so ein bisschen breit verteilt habe, zumindest ein bisschen zusammenkehren kann. Das hätte sehr viel Zeit gespart, wenn ich das früher rausgefunden habe. Aber ich habe mal wieder die F1-Hilfe halt nicht angehabt und habe auch beim mal so durchdrücken, das war ich auch nicht auf dem Gerät, sondern war ich auf dem vorderen Gerät, wo ich das erste Mal durchgeguckt habe und dachte mir so, irgendwie ging das doch. Und dann ist mir dann irgendwann nochmal eingefallen, Mensch, guck doch mal, hast du überhaupt das richtige Gerät ausgewählt? Ihr habt, als du geguckt hast, ob das möglich ist oder nicht. Ja, und jetzt hat sich herausgestellt, ich hatte nicht das richtige Gerät an, aber na gut. Zumindest ein Teil vom Feld haben wir dann noch so erstmal hingekriegt. Das andere ist dann halt eben verschwendete Zeit meinerseits. Sorry dafür. Ja, den Trecker da hinten, den brauche ich gar nicht. Der steht dann nur noch als Relikt, damit ich weiß, wo ich hinfahren musste. Nein, aber nee, der steht einfach nur noch so rum. Aber den brauche ich wirklich nicht, da ich hier mit dem JCB alles wunderbar transportiert kriegen werde und auch wunderbar bearbeitet kriegen werde. Man kann übrigens nicht über das schon gemähte Ruder fahren und der legt es dann einem als Schwart hin. Das wäre ja zu schön gewesen. Nee, macht er nicht. Also von daher hoffe ich einfach, dass ich einen Schwader habe. Ansonsten habe ich ziemlich viel Fahrerei gewonnen. Die ganze Ballengeschichte dann. Die Aufnahme von der Ballenpresse wird nämlich auch nicht die größte sein. Aber es ist eine, die Quaderballen macht. Das habe ich schon gesehen. Und ich glaube, sie wickelt auch automatisch. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das denn so richtig funktioniert. Aber da, also das ist über so ein ganz schöner Okolyt. Also ein großes Fahrzeug. Was ich da gesehen habe am Parkplatz. Ich habe es mich eh nicht genau angeschaut. Ich war erstmal bloß drauf aus, hier hinten Rasen zu mähen. Aber das habe ich zumindest schon mal ganz gut hingekriegt. Gudi, also ich werde euch wahrscheinlich dann nochmal wieder für 5 Minuten dazu holen, wenn ich mit der Ballenpresse bzw. mit dem Schwader unterwegs bin. Ich habe
grobe Vorahnung, weil ich 7 Geräte habe ich, glaube ich, ausgesehen. 3 Geräte habe ich schon hier, 4 Geräte sind noch da. Das ist der Ballensammelwagen, die Ballenpresse. Sind wir bei 5. Ich glaube, es stand da unten die 3 plus nochmal 4. Also sind wir bei 5 Geräten. Na, könnte ein Schwaner dabei sein. Ich hoffe. Ich hoffe einfach, dass ich da jetzt ein bisschen Glück habe. Und dass das nachher dann alles schön geschwadert werden kann. Beauty, jetzt muss ich ganz kurz mal, weil das habe ich noch nicht auf dem Shortcut, das Aufnahme pausieren. Jetzt muss ich jetzt mal ganz kurz raustappen aus dem Spiel und dann die Aufnahme pausieren. Das mache ich, wenn ich hier fertig bin mit Mähen. Und ja. Guck mal, wie das denn klappt mit dem Aneinanderketten der Aufnahme. Habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo probiert bei Factorio, aber ob das da so funktioniert hat, wie ich das wollte, das weiß ich nicht mehr. Da bin ich auch schon wieder raus. Und ich habe jetzt einen neuen Knopf da unten, virtuelle Kamera starten, und dann das muss ich auch nochmal rausfinden, was das bedeutet. Da bin ich auch noch nicht schlau rausgekommen. Also halt, ich habe ihn einfach noch nicht benutzt. Könnten wir mal benutzen, aber gar keine Ahnung, was das so macht. Ist denn irgendwie eine Aufnahme der Aufnahme macht, dass ich dann so Bild im Bild machen könnte? In bestimmten Sachen? Weiß ich nicht. Wird aber möglich sein, ne? Dass man so 2 Fenster hat und dann quasi parallel aufnehmen kann. Ist vielleicht für Virtual Reality gar nicht so schlecht. Gut, also, ich pausiere jetzt mal. Wir sehen uns gleich wieder. Bis denn. Tschüss. Hallo, da bin ich wieder. So, ihr könnt euch ja da bestimmt noch dran erinnern, dass ich irgendwie der Meinung war, dass ich vielleicht eventuell keinen Schwader habe. Aber dann habe ich das Teil dort gefunden. Und das ist mein Schwader. Holla, die Waldfee. Also, schönes Ding. Macht tolle Arbeit. Wenn man das mal ganz kurz hier so sieht. Und auch die... Oh ne, hebt er denn gar nicht aus? Okay, doch, hebt er auch aus. Auch die Animation richtig toll. Also wirklich richtig, richtig toll. Auch die Animation des Zusammenklappens, die werde ich euch nachher auch mal ganz kurz einmal zeigen. Oder die möchte ich euch ganz gerne einmal ganz kurz zeigen. Jetzt muss ich leider Gottes schon hier wieder absenken. Und loslegen. Aber auch wirklich, also diese Animation, wenn diese Spinnenbeine sich quasi dann ausfalten und... Das sieht schon richtig toll aus. Das Einzige, was er hat, man kann nicht sehr schnell damit fahren. 15 km/h nur. Ich weiß nicht, ob das der Traktor jetzt nicht schafft weiterhin oder ob die Gerätschaft quasi an der Stelle begrenzt ist. Wir sind auch weiter weg vom Traktor, deswegen ist dieses Traktorgeräusch nicht mehr ganz so nervtötig. Geht aber noch. Oder sagen wir mal, geht eigentlich ganz gut. Also da kann man sagen, das ist mal ein Schwader. Meine Herren, also das ist Technik, die begeistert. Stammt von Kuhn. Haben sie mir mitgeliefert. Gut. Also wirklich, da war jegliche Sorge umsonst, dass ich jetzt hier zu viel mit dem Dings langfahren muss. Und ich kann, glaube ich, bis zu 3 von den anderen Reihen, wenn ich geschickt fahre, quasi übereinander häufeln. Das könnte klappen. Knappen. Ja, 2 kriege ich rein, glaube ich. Damit dann, wenn hier schön einzelne Würste rumliegen. Ich hätte hinten auch nicht, oder ich, naja, doch hinten hätte ich schon, musste ich schon querfahren, weil ich da nicht so viel Drehplatz habe wie hier. Ja, hier die jungen Damen und Herren, die dort wohnen, für die ist das natürlich auch ein Schauspiel. Also ich, ne, wenn ich Kind wäre, und ich würde genau das nebenan auf unserem Acker fahren sehen, ich wäre, oder nicht auf unserem Acker, sondern nebenan fahren sehen von unserem Haus, da würde ich die ganze Zeit da draußen auf der Dings sitzen und würde da zugucken, beziehungsweise würde eventuell dem jungen Herrn, der da drinnen sitzt, fragen, ob er mich mitnimmt. Das habe ich früher auch immer gemacht. Also ich bin früher gerne bei den, also die Rahmen wieder gewesen, bei den ganzen landwirtschaftlichen Maschinen einfach gerne mitgefahren. Und ja, es war halt wirklich so, dass denn die auch einen gerne mitgenommen haben. Kann ich ja ganz kurz mal, also ich komme ja vom Dorf und aus der DDR, also überhaupt nicht. Nein, kann man so nicht sagen, aber war schon, also ich kann mir keine schönere Kindheit vorstellen als die ich hatte da, aber das ist was anderes, weil ich hatte ja nur die eine und habe keine andere kennengelernt. Von daher, A, vielleicht muss ich das sogar so sagen, oder B, kann ich es halt nicht vergleichen. Aber das ist was anderes. Ich hatte auf jeden Fall Spaß gehabt.
und konnte, ich habe sehr viel Blödsinn machen können. Ob das immer zu meinem Besten war, ist die andere Sache, aber na gut, das mögen eventuell dann die Geschichtsbücher irgendwann über mich urteilen, was? Naja, da werde ich nicht drin vorkommen. Egal. Gut, dummes Zeug labern kann ich auf jeden Fall gut. Das haben wir jetzt schon wieder bewiesen. So, ja, hier will ich so ein paar Fitzelchen liegen lassen. Dann muss ich wahrscheinlich mal einmal mit dem Ballending extra laufen. Bin ich noch nicht. Nee, was wollte ich sagen? Also das gefällt mir hier sehr gut. Und ja, da bin ich dann immer mit den Ernte, also bei dem, wenn Erntezeit war, bin ich dann mal gerne mitgefahren. Vorwiegend natürlich dann in dem Moment, wo Getreideernte war, oder bin ich mir am liebsten natürlich mit Mähdrescher mitgefahren. Das ging nicht immer. Mähdrescher war eben da extrem beliebt, und wenn der Mähdrescher-Fahrer selber Kinder hatte, dann hat er natürlich die mitgenommen und nicht mich. Kann ich nachvollziehen. Aber beim Abfahren war auch schon mal sehr interessant, wenn die dann quasi in Kolonne abgemäht haben, und dann ging bei dem einen Mähdrescher quasi um die Lampe an, so nach dem Motto, ich muss mal abbunkern. Übrigens, hier ist mir eingefallen, dass ich so einen Schwart ablegen kann, ne? Die Stelle war es. Und dann bin ich da sehr gerne mit den, auch mit den Abfahrern mitgefahren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Juti, also ich werde jetzt nochmal raustappen. Da wird ganz kurz hier kein Sound sein und kaum Bewegung im Bild. Oh, das kann ich ja nicht machen, wenn ich in die andere Richtung fahre, oder während ich in die andere Richtung fahre, um das dann da auch zu häufeln. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, die über die Strecke da auch nochmal langsam drüber zu eiern, oder ob das ausreicht, wenn ich das hier mache. Hier könnte natürlich jetzt auch schon der Platz knapp werden, weil ich dann gleich bei denen auf der Straße stehe. Klappt noch. Machen wir kurz einen Rückwärtsgang rein hier. So. Ist natürlich auch ein bisschen chaotisch gemäht hier von mir. Das muss man natürlich noch dazu sagen, dass ich da jetzt nicht so sehr genau darauf geachtet habe, was ich hier teile. Leider muss ich das wieder zugeben. Habe ich da wieder vielleicht nicht ganz optimal gearbeitet. Na Juli, ich werde mal hier absenken. Dann fahren wir mal in die Richtung hier. Drücken wir mal auf die 3. Dann bleibt das Bild wenigstens in Bewegung. So. Und ich drücke jetzt mal auf Pause. Bis gleich. So, hallo, da bin ich wieder. So, dann jetzt einmal ganz kurz die Zusammenklapp-Animation von dem guten Stück hier. Das wollte ich euch nochmal zeigen, wie schön das aussieht, wenn ihr hier jetzt die Scheiben dort zusammenklappt. Toll, oder? Einfach nur toll. So, wir sind jetzt durch, haben hier einmal alles durchgeschwadert. Im Groben habe ich die in der Mitte, die Spalten, die ich mit dem Mäher als Schmart abgelegt habe. Wir hätten uns den ganzen Arbeitsschritt sparen können, aber gut. So haben wir auch den gesehen. Wir fahren jetzt einmal quer über den Acker hier. Und dann geht es hier gleich wieder zurück zum Händler. Und dann holen wir uns die Ballenpresse. Das sollte ja kein Problem sein. Und dann werden wir anfangen, die ersten Ballen zu pressen. Und dann machen wir wieder Pause. Oder dann, na, oh, jetzt könnt ihr nicht durchziehen bis zum Schluss. Bis die 20 Minuten voll sind. Und dann werden wir nachher den Verkauf in der letzten Folge haben. Oder in der nächsten Folge. Von den ganzen Materialien. Und dann gucken wir, was wir mit dem ganzen vielen Geld machen. Auf jeden Fall Kredit zurückzahlen, beziehungsweise ja, doch eigentlich Kredit zurückzahlen dann erstmal. Mit der ganzen Kohle, die wir da jetzt verdient haben und wie viel da am Ende bei rumgekommen ist bei dem Auftrag. Das sollte gar nicht so wenig sein. Voilà, die stupst irgendwo. Und ja, hier stehen noch die Gerätschaften, die wir noch alle brauchen werden. Entschuldigung, ich wollte gar nicht bei dir durch den Vorgarten. Schmeißen wir die mal ab hier und dann nehmen wir mal die Ballenpresse. So, und das ist eine Quaderballenpresse. Und wie gesagt, da haben wir dann schön den Autostack-Wagen, der uns nachher dann die ganzen Ballen auch noch irgendwo hinbringt. Bin mal gespannt, wie schwer die Ballen sind, die hier rauskommen. Und wie schwer die dann, wenn wir erstmal die Grasballen sind, und wie schwer nachher die Silageballen sind, nach dem Wickeln. Interessant ist, ich muss gar nicht dieses Silage-Sprühzeug drauf machen, was es da gibt. Aber ich glaube, das ist eher für die Fahrsilos gedacht, dass dort dann Silage entsteht.
Wobei ich mir da auch eins anschaffen werden möchte eigentlich, so ein kleines Fahrensilo, und da immer mal Silage machen will. Das Problem ist, da muss ich mir eine Schaufel besorgen, damit ich das dann aufschaufeln kann, auf Hänger und ähnliches. Dann kann ich das auch dorthin bringen, denke ich mal. Ich hoffe mal einfach, dass das Absetzen der Ballen, wenn ich die da oben auf die Kante hinbringe und absetze, dass ich die dann so weit dahin fahren kann, dass die im Träger landen. Soweit müsste eigentlich der Wagen Überstand haben, dass ich denn die Dinger dort auch reinkriege. Ich weiß nur nicht, ob das zu hoch ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. So, dann klappt man das Ding schon mal aus hier. Und dann setzen wir hier mal an dieser Wurst an. So, VB. So, ein bisschen Gras bleibt liegen schon mal. Okay. Das Gerät ist nur für Lohnarbeit gedacht. Und dann kann ich hier mal loslegen. Oh, das dauert aber richtig. Na, da bin ich jetzt ein bisschen unterwegs, glaube ich, hier mit dem guten Stück. Wie groß wären sie? 4000? Also die anderen waren 3500 Liter. Ein Ballen, aber hier sind 6000 Liter ein Ballen. Junge, Junge, da kommt da kommt Masse raus. Oh, guckt euch das an, wie schön das aussieht da. Ein Ballen nach dem nächsten. Ich falle auch gleich mal aus dem Trecker raus. Will mal gucken, wie schwer der ist, der Ballen. Eine Tonne. 6000 Liter eine Tonne. Die anderen wiegen bei 600 Liter Gras. Ja, passt einigermaßen. Nicht ganz, aber passt einigermaßen. Das stimmt schon. Eine Tonne wiegt ein so ein Ballen. Das ist natürlich schon hart. Aber gut aus hier. Schön ein Ball nach dem nächsten. Der Pickup scheint nicht alles zu schaffen in dem Tempo, in dem ich hier drüber fahre oder so. Weiß ich nicht. Ab und zu bleibt mal so links und rechts ein Wölkchen liegen. Aber ich denke, das ist im Rahmen dessen, dass es liegen bleiben darf. Also es wird mir keinen Ballen kosten, auf ganzen Acker gesehen. Weiß ich nicht, aber hoffe nicht. Also wenn uns nachher dann irgendwie 500, 600 Liter fehlen oder so, dann müssen wir die Dinger nochmal abfahren, aber... Aber mal gucken. Da wo es dann einigermaßen gerade liegt. Ich glaube, am schlimmsten wird die Wurst, wo ich das hier den Einschnitt doppelt draufgelegt habe. Weil die wirklich sehr, sehr hoch ist. Weil das sind hier jetzt so ungefähr bei 1,6 Abmi-Breiten übereinander. Aber das ist auch schon sehr hoch für den Pickup. Hier der Berg wird jetzt interessant. Da wird er jetzt wahrscheinlich richtig Schwierigkeiten kriegen. Ja, es ging noch. Aber war schon knapp. Müssen wir dann mal irgendwie rüberziehen, dass er hier über diesen kommt. Schmeiß den Ballen da hinten nicht hin. Naja, kann man da hinten hinlaufen. Naja gut. Den müssen wir uns wahrscheinlich dann reinziehen ins Gebiet. Dass wir die dann auch benutzen können. So. So. Also da liegen recht regelmäßig Ballen. Ich glaube, da werden wir ein paar Ballen rauskriegen hier aus dem Acker. Aber es ist nicht weiter schlimm. Es ist ja ordentlich Fläche. Es sind 7 Hektar oder 6 Hektar. Es müssten ungefähr 600.000 Liter rauskommen. Ja, auf einem halben Hektar hatten wir 39.000. Also fast 40.000 Liter. Und hier mal 6 Hektar. Das heißt, das ist dann 12 Mal so viel. Und wie gesagt, da müssten wir hier so 500.000 Liter müssten hier durchaus rauskommen. Aber wenn ich davon nur 200.000 Liter abgeben muss und ich die anderen 300.000 Liter auf meine Kosten quasi oder von meinem Geld oder meiner Ersparnis dann kriege, das wäre schon Schau, hätte ich fast gesagt, ne? Muss ich sagen. Das hätte schon viel schön, wird. Ich glaube, ich muss mir vorne irgendwas dranhängen, damit ich vorne auf das Gerät gehen kann, damit diese Meldung nicht kommt, damit das hintere Gerät weiterarbeitet. Also das hätte schon, glaube ich, das wäre schon was. Weil wenn ich dann... Also das werde ich nicht für mich überbehalten. Aber selbst das wären 100.000 Liter überglauben. Für mich zum Verkaufen. Kriege ich 100 mal diese 300... Das sind 30.000 Euro. Also wenn nur 100.000 überbleiben vom gesamten Acker hier. So ein Ballen sind 6.000, ne? Liter.
da bin ich über den. Egal. Es wird schon Kohle bei rumkommen. Also es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich werde auf jeden Fall reicher sein am Ende der ganzen Sache. Und natürlich, wenn ich dann auch noch sehe, ich kriege ja auch noch diese 27.000 Aufpassgebühr, kriege ich auch noch ab. Oder sondern der Netto waren es ja 25.000. Aber das behalte ich ja dann auch noch. Und das ist ja dann auch schon nicht zu verachtendes Kapital. Das war alleine für den Auftrag kriegen. Da lohnt sich wirklich, das dann hier mal da anderthalb Stunden Spielzeit dafür zu investieren, um die 25.000 zu verdienen. Kann man nicht anders sagen. Es ist so, also es ist wirklich gut. Also der Auftrag ist wirklich ein guter Auftrag. Da kann man wirklich sagen, also falls wir nochmal Mähen auf großem Feld kriegen oder sowas, würde ich immer wieder machen, glaube ich. Das sieht ein bisschen schwierig aus jetzt hier mit dem Schwarz. Naja, man merkt halt, so ein paar Bugs sind halt noch drin im Spiel. Ne? Ah ja. Wollen wir hoffen, dass wir das sauber hinkriegen oder vielleicht werden die Patches oder ähnliches dann über die nächsten zwei Jahre das Ding hier stabil oder besser hinkriegen. Hoffen wir natürlich im nächsten halben Jahr bis Ostern. Dass da bis dahin dann alles super läuft. Ein Ballenzähler wäre auch cool, ne? Schon mal, wisst ihr, wie viele Ballen hier rumliegen? So, guckt der Ball hinten raus wie ein Kackstift. So. Mal schön pressen. Eins. Ich zähle mal mit. Zwei Ballen fällt gleich raus. Aber ich könnte eigentlich mal zählen. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7 Ballen pro Bahn hat er jetzt da oben hingelegt. Da wären jetzt schon 28 Ballen hier mit der Bahn dann. Da sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Kommt schon mal zusammen hier. So, jetzt haben wir hier ein bisschen was liegen lassen. Weil wir durch die Jink, die guckt haben und die träumt haben. Und nicht aufgepasst haben. Auf die wichtigen Dinge, auf die es ankommt. Also ich sag mal, glaube wir werden nachher noch, oder ich werde nachher noch einmal eine Runde drehen und den ganzen Fitzelkram einsammeln. Da könnte noch ein Ballen zusammenkommen dann am Ende. So, wenn ich das hier so sehe, was ich immer mal wieder liegen lasse. Das könnte sich ausgehen. Dass sich das dann am Ende lohnt für noch einen weiteren Ballen. Und dann werden wir alles wickeln. Und ich denke mal, dann werden wir uns wiedersehen, wenn ich die Dinge einsammle und zum Verkauf bringe. Das war's dann erstmal für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.